Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pig & Bunny. Heute mit einem wichtigen Video. Ich möchte es sogar Eilmeldung nennen. Eine neue Hasenpest wurde entdeckt. Was bedeutet das für uns? Sie wird Tularemie genannt und wurde erst kürzlich in NRW gemeldet. Es ist eine Krankheit, die Hasen, Kaninchen als auch andere Nager betreffen kann, wie zum Beispiel Ratten, Mäuse, Eichhörnchen etc. pp. Sprich, es kann auch für unsere Hauskaninchen gefährlich werden. In einem milden Verlauf kann es sich dadurch äußern, dass beispielsweise Lymphknoten anschwellen, was aber leider meist nicht entdeckt wird. Es ist eine bakterielle Krankheit und in schweren Fällen kann es sich durch struppiges Fell äußern, dass eure Tiere sehr stark, sehr schnell abmagern, Durchfall, Fieber, dass die Tiere einen sehr wackeligen Gang bekommen und sich sehr von der Gruppe absetzen, sprich einer Teilnahmelosigkeit. Oft endet es auch in einer Blutvergiftung. Wie kann ich meine Kaninchen davor jetzt schützen? Übertragungswege sind natürlich ein direkter Kontakt mit Wildtieren. Das kann man verhindern, indem wir einfach dafür sorgen, dass unser Garten so gesichert ist, dass wir keine fremden Tiere in unseren Garten bekommen, die da bestenfalls nicht hingehören. Vor allem natürlich nicht in den Hasenstall. Ihr solltet vermeiden, aus Gebieten, aus denen es bekannt ist, dass da diese Krankheit rumgeht, das Gras zu sammeln. Und am besten auch nicht aus Bodenhöhe, wo andere Kaninchen oder Hasen rankommen könnten, wenn überhaupt von weiter oben die Äste nehmen. Aber im besten Fall vermeidet ihr natürlich Gras oder Äste von Quellen, von denen ihr nicht wisst, ob da etwas dran sein könnte. Schützt eure Kaninchen bitte besonders gut vor Zecken, Stechmücken etc. pp. Das könnt ihr zum Beispiel mit einem Fliegengitter oder mit etwas Kokosfett an die Stirn und hinter die Ohren, welches Zecken zum Beispiel abschreckt. Auch solltet ihr versuchen, Heu zu meiden, welches aus der Region kommt, wo diese Krankheit ausgebrochen ist. Falls euer Tier davon betroffen ist, müsst ihr das natürlich melden und ich bitte euch, das auch zu tun. Oder falls ihr ein krankes oder vielleicht sogar totes Kaninchen, respektive Feldhasen am Rand seht, bitte informiert das Veterinäramt, dass sie sich das genauer angucken können, denn nur so können wir die Seuche mehr oder weniger kontrollieren. Respektive sehen, wo sie ausgebrochen ist und so unsere Kaninchen schützen. Bisher ist kein Impfstoff bekannt, aber sobald ich mehr weiß, werde ich mich melden und auch euch Bescheid geben. Bis dann!